Zeit für Assi-Reviews mit Baron Wilhelm von Assi. Heute Kedos TV. Yo, das sind die geilsten Audio-Reviews, die ich je in meinem Leben gehört habe. Also, da ist dieser Typ namens Kedos und der eines Tages so... Ja, ich könnte doch Audio-Reviews machen. Und dann hat er so ein Spiel gespielt und das gefilmt und dann der nebenher so... Ja, ich werde jetzt mal über das Spiel was erzählen und hoffen, dass ich meinen schwäbischen Akzent gut genug verbergen kann. Und dann, als er fertig war, hat er das so gepostet und dann die ganze Community so... Yippie! Jura! Yay! Geil! Und dann hatte dieser Typ... Namens Bernd und Bernd immer so. Und dann Kedos eines Tages so, ja nee, ich lösche das jetzt alles wieder. Und dann alle anderen so. Oh. Und Kedos so. Und Bernd so. Und dann eines Tages kam Kedos zurück und der so. Ja, meine Audio-Reviews sind jetzt besser, stärker, härter, geiler. Und er hat recht. Und alle so. Yippie, hurra, yay. Geil. Und Bernd so. So schlecht finde ich es gar nicht. Und Swordman so. Ich find's nicht gut. Und Bernd so. Eigentlich ist es doch nicht so gut. Und Swordman so. Ich find's immer noch nicht gut. Und dann Bernd so. Ja, eigentlich ist es scheiße. Und dann Bernd wieder so. Ey, Bernd, wo Worte nicht mehr reichen, um zu sagen, was ich von dir denke, gibt's nur noch Musik. Ich tret gleich dem Bernd in seine Eier. Dann schreit er rauf, denn das tut weh, auweia. Denn eigentlich sind die Dinger voll Zeit. Und weil ich schon allein gut finde, dass sich jemand die Mühe für sowas macht und das Ergebnis sich dann auch noch so sehen lassen kann. Und weil Kedos Schwabe ist, kriegt er von mir jetzt 3 Daumen. Bling, kling, kling. Ich bin Baron Wilhelm von Assi und jetzt gehe ich ihm erstmal einen Job suchen. Ey, hat jemand einen Job für mich? Mann, ey. Kann ich vielleicht irgendwo als Professioneller in die Eiertreter anfangen? Boah, da wäre ich voll überqualifiziert, ey.